Ja, einen wunderschönen guten Abend in der Kölschkultur. Ihr Lieben, die, die am Essen sind, guten Hunger, die, die gegessen haben, seid hoffentlich schön satt. Wäre schön, wenn wir jetzt so langsam ein bisschen zur Ruhe kommen, dass wir hier den Fokus nach hier vorne legen, weswegen wir hier sind, nämlich zum FC Stammtisch Talk. Ralf, ich erinnere dich nochmal dran, das ist der Vorletzte. Ne? Ich hätte es nicht gewusst. Das ist der Vorletzte. Ja. So langsam kommt ein bisschen Wehmut auf. Jo. Wir haben heute allerdings einiges zu besprechen. Eine katastrophale englische Woche. Haben wir zu besprechen eine absolut hochverdiente Derby-Niederlage, auch wenn ich mir jetzt hier keine Freunde mache. Aber so verdient haben wir schon lange nicht mehr verloren wie am Samstag. Auch wenn es sehr weh getan hat. Dem Thomas persönlichen herzlichen Glückwunsch zu der Entwicklung des Hamburger SVs zu Hause, ja, die Heimspieler. Wir hoffentlich tun unser Teil dazu bei, dass ihr nächstes Jahr dabei bleibt. Wir schlagen die Augsburger am Samstag, dann habt ihr einen kleinen Puffer nach unten, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim FC Stammtischtalk. Lieber Ralf, ich darf dir jetzt ein vorletztes Mal übergeben. Genieß es noch zweimal. Bitte übergib dich einfach. Und ja, Vollgas, ne? Ja, damit herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Hallo! Danke für die charmante Ansage, lieber Thomas. Ich weiß es zu schätzen. So, ja, ihr habt es schon mitbekommen, Thomas war nicht ganz zufrieden mit der Leistung am Wochenende. Wir wollen das mit unseren Experten heute vertiefen, beim vorletzten Stammtisch überhaupt. Und da haben wir uns natürlich gedacht, wir laden uns heute mal Gäste ein, die diesen Talk wirklich mit ausgemacht haben. Jemand, der ja auch schon seit 2009 sogar schon dabei ist, damals bei der ersten Sendung in Gaffel am Dom, hast du gerade mal weggehört, Thomas. Egal, wie auch immer, er ist wieder bei uns, ein deutscher Meister, ein Pokalsieger, mehrfach sogar, Dieter Prestin. Ja. Frisch vom 1. FC Köln heute angereist, da freuen wir uns sehr drüber. Der Mediendirektor Tobias Kaufmann, herzlich willkommen. Jetzt kommt was, ihr habt nämlich eine Gemeinsamkeit. Ihr beide seid heute genau deswegen auch eingeladen, weil ihr wirklich so Urgesteine dieses FC-Stammtisch seid. Beide zum 15. Mal dabei, bitte nicht wiederwählen, aber wir freuen uns, dass es wirklich heute geklappt hat, beide zum 15. Mal zusammenzubringen. Nicht immer in einer Sendung, aber... Gefühlt aber mit, doch schon. Gefühlt ein paar Mal schon. Und mit wem? Mit dem, der hier am meisten gefordert worden ist in den letzten Wochen. Wenn du aufhörst, Ralf, wir wollen den Hannes Linsen noch mal sehen. Hier ist er. Herzlich willkommen. Und die Freude ist natürlich umso größer, dass der HSV immer noch hinter uns ist. Aber dennoch große Fortschritte nach vorne gemacht hat. Thomas ist heute dafür mehrfach beglückwünscht worden. Ich weiß nicht, was du da genau für geleistet hast, aber es reicht scheinbar, Fan zu sein. In dem Fall freuen wir uns auch, dass du heute ein, naja, fast ein Jubiläum gibst. Wir haben noch eine Ausgabe danach und das wird dann bei der 50. sein. Also zum 49. Mal dabei Thomas Wagner. Er ist natürlich ständiger Experte, deswegen, ihr seid natürlich trotzdem in der Pole-Position. So, jetzt ist der Spaß vorbei, wir reden über den FC. Zumindest was das Spiel das Derby angeht. Ich meine, Derby verliert keiner gerne und Dieter, ich fange jetzt mit dir mal an. Du bist der ehemalige FC-Spieler, der natürlich auch ganz andere Zeiten erlebt hat. Was auch nicht immer nur Derby gewonnen. Vielleicht kannst du mir ein paar Sachen mitteilen, wie du das Spiel für dich aufgenommen hast. Was waren deine ersten Gedanken nach dem Schluss? Tja, geht das? Ja, komm, zum Satz. Dann versuchen wir es hier mit. Erstmal guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und die vorletzte Sendung begleiten darf. Wehmütig muss man ganz einfach sagen, weil nicht nur der Ralf, sondern auch dieser FC-Stammtisch immer für mich irgendwo mal was Herausragendes war. Der Grund, man hat nicht nur immer die FC-Hymne gesungen, sondern man hat auch durchaus sehr häufig kritische Worte gefunden. Und die sind letztendlich auch bei den FC-Jahren durch und durch wieder angekommen. Also zu deiner Frage. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf das Derby. Nachdem Frankfurt schon für mich persönlich eine Katastrophe war, gerade erste Halbzeit,
wo man durchaus hätte 1-0, 2-0 zurückliegen können. Das Ding dann noch gedreht hat, habe ich einfach gedacht, meine Güte, jetzt Gladbach, dann müssen sie es doch endlich kapiert haben. Ergebnis ist erschreckend. Ich war ja nicht nur berührt, sondern es war für mich wirklich beängstigend, weil man es nicht geschafft hat, diesen Kampf anzunehmen, weil man eigentlich nicht verstanden hat, dass die Gladbacher eigentlich die fußballerisch bessere Mannschaft ist, und dem entgegensetzen kann man einfach nur Wille, Leidenschaft, Kampfkraft. Und davon habe ich leider nicht allzu viel gesehen, darum war es für mich erschütternd. Ich habe mir dann abends, weil wie gesagt, ich komme aus München, wohne da mittlerweile unten, habe mir dann abends das Bayern-Spiel gegen Dortmund angeschaut und muss dann einfach sagen, ja, Fußball vom anderen Stern. Jetzt müsste noch gehen, oder? Versuch das nochmal. Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Nee, das liegt an dir. Aber dennoch geht es heute nicht um Bayern und nicht um Dortmund, sondern es geht um die Problematik 1. FC Köln. Und ich glaube, man hat immer noch Chancen, aber man muss wirklich Obacht geben. Nicht nur auf Gladbach, nicht nur auf Schalke, sondern vielleicht auch, da können wir zufrieden sein, dass Leverkusen noch 1-0 verloren hat. Das schlägt das kölsche Herz. Das ist jetzt nicht so schlecht. Nein, aber letztendlich, es war schon wirklich ganz, ganz heftig. Und ich hoffe, dass die Kölner für die restlichen Spiele nochmal Kritik in die richtige Richtung bekommen. Aber die ganze Rückrunde war eigentlich für mich schon irgendwo völlig anders als in der Hinsehe. Ja, vielen Dank, das war sehr viel. Ich denke, wir werden auf alles noch vereinzelt eingehen, müssen natürlich jetzt auch mal die anderen Stimmen hören. Hannes Linsner war natürlich jetzt auch sehr viel Kritik dabei. Der 1. FC Köln steht ja immer noch, wir waren vor dem Spielplatz Tag 5. Ja, das ist natürlich eine Position, mit der wir alle Anfang der Saison nur geträumt hätten. Wir sind ja immer noch mit die beste Westmannschaft nach Dortmund. Aber dennoch, hat Hannes Linsner mit seiner, Rita Pasti mit seiner Kritik recht? Oder kann man auch noch andere Aspekte sehen, weil Gladbach eben so stark war? Ja, ich meine, der Dieter hat angesprochen, dass die Stärke des Gladbachs ja auch am Verhalten des 1. FC Köln war. Man hatte schon das Gefühl, dass die Taktik war, den Gegner kommen zu lassen, um ihn dann irgendwann mal auszukontern. Ich glaube, dass die Gladbacher gerade im Offensivbereich und im Mittelfeld viele Spieler haben, die ihre Stärken haben, wenn sie selber den Ball haben. Schwächen, wenn der Gegner den Ball hat. Da der FC aber nie den Ball hatte, konnten die auch nie die Schwächen aufdecken. Und ich glaube, aus meiner Sicht war das die Problematik des Spiels. Was natürlich, was ich ganz toll und ganz überraschend finde, ist, an einem Tag, wo wenig läuft, dass man dann so ein Tor erzielt. Ne? Das war ja ein unglaubliches Tor. Flugball auf Modest, der geht in die Luft, nimmt den an, holt den runter, ohne zu stolpern, dreht sich, erkennt sofort die Situation, spielt den Ball in die Gasse, genau die richtige Schärfe. Und dann kam, ich denke, oh Scheiße, der Clemens ist super gelaufen, aber das ist einer der Spieler, der kann nicht mit links schießen. Und dann schießt er mit links und der Ball ist noch drin. Das war, wenn man die erste Halbzeit sieht, war dieser Spielzug ein Wunder für mich. Ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, die Gladbacher auch nicht. Also es war ja so, hinterher wurde ja scherzhaft gesagt, hat es eben auch schon mal erzählt, in der Hoffnung, dass er komplett ausfällt. Haben wir noch ein funktionierendes? Thomas, da kommt auch noch dran. Also noch kein funktioniert, aber haben wir noch nicht kaputt gekriegt. Ne? Also ich habe schon gesagt, so hinterher scherzhaft, ne? So, Gladbach muss sich ja eigentlich schämen. Die haben nur 3-2 gewonnen, obwohl wir gar nicht mitgespielt haben. Aber Thomas, jetzt warst du privat im Stadion, das weiß ich. Vielleicht gibst du uns noch mal deine Sichtweise wieder, bevor wir natürlich dann auf Tobias gespannt sind, der durch das Vereinsvertreter vielleicht eine ganz andere Meinung vertritt. Ja, ich habe mich auch aufs Derby gefreut. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon 30 gesehen. Also ich kann mich an keine verdientere FC-Niederlage in einem Derby erinnern. Eigentlich muss man sagen, hätte ich als Gladbacher gedacht, so nach 70 Minuten oder 75 Minuten, das kann nicht wahr sein, dass es hier unentschieden steht. Und dann verlierst du ja manchmal sogar so ein Spiel noch. Ich möchte so zwei, drei Sachen aufgreifen. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, die Anwesenden, bei Tobias weiß es nicht genau, aber die beiden anderen haben ja höherklassig gespielt. Ich meine, es gibt so Spiele, da kommst du nicht in Zweikämpfe rein, weil der Gegner, also ich muss schon wirklich sagen, was Gladbach da gespielt hat, das hat mich fast an Bayern erinnert bei einem Auswärtsspiel, also diese Selbstverständlichkeit in der Passfolge. Ich finde aber auch, dass
der FC in dieses Derby rein emotional irgendwie nicht so richtig reingekommen ist. Ich muss auch sagen, dass man das erste Mal so richtig krass auch gesehen hat, gegen Frankfurt war es ja auch nicht gut, dass eben Qualität fehlt, ein Risse, der lange fehlt, ein Bittencourt, der lange gefehlt hat. Und in so einem Derby oder bei so einem Spiel dann, jetzt auch in der entscheidenden Phase, kommt es halt auf die Leistungsträger an, die du eigentlich hast. Und da sehe ich eigentlich im Moment nur Modest. Ich finde Wahnsinn, was der spielt. Mir wird fast Angst und Bange, wenn ich denke, dass er eventuell weg sein könnte. Weil jetzt gerade in der Phase, muss ich leider sagen, auch jemand wie Hector schwächelt. Timo Horn, wo alle sagen, natürlich, also gar keine Frage, das ist ein überragender Torwart, aber in den letzten 4 Spielen, 3 Dinger sicherlich dabei gewesen, die er an einem guten Tag auch hält. Und wenn diese Spieler dann, die eigentlich die absoluten Leistungsträger sind, wenn die nicht da rankommen, dann, ja, dann kann so ein Derby so ausgehen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass es schonungslos so aufgezeigt wurde, weil ich immer noch, ich habe eben mal das Restprogramm von allen Europa League-Anwärtern durchgerechnet, der FC wird trotzdem mindestens 7. Okay. Hört sich jetzt mal gut an. So, Tobias, hast du einiges gehört? Wir wissen ja alle, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, wir haben ja oft genug auch hier den Werdegang gelobt, nicht umsonst war aber vor dem Spieltag 5. Das war ja eigentlich eine Sensation. Und dennoch, die Kritik ist schon hart. Und ich finde sie auch in Teilen gerechtfertigt. Ich bin mal gespannt, wie du es siehst. Also zunächst mal wäre es komisch, wenn FC-Fans nicht sauer und enttäuscht wären nach einem verlorenen Derby gegen Gladbach. Wäre schlimm, ne? Dann wäre was falsch in der Stadt. Ich persönlich kann zum Spiel erstmal sportlich nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich rund um gerade um solche Spiele sehr viel leider mit anderen Dingen beschäftigt bin. Zunächst mal mit einem guten Ding, nämlich mit der Vertragsverlängerung von Timo Horn. Das hat uns bis kurz vorm Anpfiff beschäftigt, das alles vernünftig zu kommunizieren. Dann das ganze Sicherheitsthema, wird es Ausschreitungen geben, ja oder nein, Zusammenarbeit mit der Polizei. Das sind so Dinge, die ich dann am Spieltag mache. Ich glaube auch, dass Gladbach das Spiel sehr, sehr verdient gewonnen hat und uns auch beherrscht hat, fast die 90 Minuten über. Ich habe auch schon schlimmere Derbys gesehen, Thomas, auch in dem Stadion. Wir haben auch schon 5 gegen Gladbach kassiert. Und aber man muss einfach neidlos anerkennen oder neidvoll anerkennen, dass am Samstag diese Mannschaft, die ja nicht ganz umsonst im letzten Jahr Champions League gespielt hat, uns einfach eine Nummer zu groß war. Ist so. Okay, was kann man denn aus so einem Spiel lernen, Dieter? Also man ist ja doch sehr defensiv in die ganze Geschichte reingegangen. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen anderer Meinung als Thomas. Thomas hat mir auch gesagt, von wegen, Gladbach hat überragend gespielt. Ich sage, ja, die haben gut gespielt. Ich habe aber auch das Gefühl, wir haben sie dazu benötigt, indem wir im Prinzip ganz nach hinten gelaufen sind und von vornherein gesagt haben, ihr habt den Ball, ihr müsst da physisch gewinnen. Vielleicht war das der Hintergrund, man wird es ja auskontern. Ich meine, letztendlich, du hast absolut recht bei der Geschichte, aber es ist noch nicht so lange her, da gab es ein Euroleague-Spiel, Schalke gegen Gladbach. Und da muss man ganz einfach sagen, wenn man sieht, wie Schalke gepresst hat, ja, der Hut kam überhaupt nicht, ja, und hier kann er jetzt machen, was er will. Und das sind eben so die Themen, gerade wenn ich zu Hause spiele. Ich meine, Derby heute gegenüber früher, Hannes, ist ein kleiner Unterschied geworden. Aber letztendlich muss man einfach klar und deutlich feststellen, wir haben viel zu defensiv gespielt, nicht nur mit der Fünferkette, sondern auch die beiden Sechser mit Lehmann und Höger. Ja? Und die Leute müssen ganz einfach das Heft in die Hand nehmen und früh attackieren. Und das muss man auslernen. Wir können doch nicht nach Augsburg jetzt fahren und einfach sagen, naja gut, irgendwie kriegen wir das schon gedeichselt. Ich muss nach Augsburg fahren mit dem festen Willen. Nach 20 Minuten muss es 3-0 stehen. Ja. Und das ist diese Einstellung, die du einfach haben musst. Ich würde aber gerne noch zum Thema Gladbach was sagen, weil eben der Vergleich Hinrunde und Rückrunde auftauchte. Also ich habe auch das Hinspiel gesehen, dass wir 2-1 gewonnen haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir Gladbach in Gladbach an die Wand gespielt hätten, sondern wir haben das Spiel mit ähnlich wenig Ballbesitz, mit ähnlich viel Kampf, ein bisschen glücklich gewonnen am Ende. So, und es ist jetzt nicht so, dass wir in der Vorrunde Weltklasse waren und am Samstag, weil die Jungs keinen Bock hatten, Kreisklasse waren. So ist es nicht, sondern man hat über beide Spiele, glaube ich, gesehen, was der Unterschied ist zwischen einem Champions-League-Kader und einem Mittelklasse-Kader in der Bundesliga. Und in beiden Spielen, glaube ich, haben unsere Spieler alles versucht, um zu gewinnen. Und am Samstag hat es
auch aufgrund der Ausfälle, die Thomas nicht so unrecht angesprochen hat, die sich auf Strecke eben auch bemerkbar machen, eben nicht gereicht. Es hat ein Spitzenkort gefehlt, da war ich echt verwundert, weil er ist ja nicht als verletzt gemeldet worden. Nur so in Richtung müde vom Frankfurt-Spiel oder... Wieso hat er gefehlt? Ja, weil es zu riskant gewesen wäre, ihn am Samstag wieder spielen zu lassen, nachdem das in der englischen Woche am Dienstag gegen Frankfurt schon ein gewisses Risiko war. Er hat sich aber nicht neu verletzt. Nein, er hat sich nicht neu verletzt, aber er hat in der Halbzeit, wie Peter Schöber gesagt hat, alles versucht rauszuholen oder alles nachzuholen, was er in dem halben Jahr Verletzungspause verpasst hat. Und war einfach nicht spielbereit am Samstag, das wäre unvernünftig gewesen, ihn da mitzunehmen. Jetzt muss man ja, glaube ich, auch sagen, es ist ja immer so, der eine agiert, der andere reagiert. Es gibt sicherlich auch Spiele, da hast du ein Derby vielleicht, dann spielst du defensiv und die Klappe haben vielleicht nicht die Passgenauigkeit. Und dann dauert ein Spiel länger und dann kannst du dich auch in so ein Spiel reinkämpfen. Jedes Spiel hat ja so ein bisschen seine eigene Identität. Aber klar ist natürlich auch, ich glaube 26% Ballbesitz als Heimmannschaft, das sind normalerweise fast... Thomas, aber jetzt genau wo du das sagst, da hake ich direkt mal ein, da können wir auch gerne Hannes Linzen als Trainer mal befragen. Es gab nämlich diesen Moment, wo wir alle das Gefühl hatten... Das war nach dem 2-2. Ja, jetzt kommen sie langsam rein. Ja. Sie kommen langsam rein. Sie waren nicht besser, sie waren auch nicht am Drücker, wie manche schrieben, aber das Spiel wurde offener. Und dann kam der Wechsel, der Defensivwechsel Maro, den viele nicht verstanden haben. Ich weiß, ich habe die Diskussion auch natürlich mitbekommen. Klar ist das Signal, wir bringen Maro für eine Fünferkette und der Gegner bringt Trimmitsch, einen echten Mittelstürmer noch. Okay. Ich glaube, und da bin ich ja, glaube ich, über jeden Verdacht erhaben, ich habe hier Peter Stöger für seine Arbeit mehrmals schon völlig zu Recht, wie ich auch finde, gelobt. Ja, also alle. Ich glaube, dass es günstigere Wechsel gibt, das stimmt. Ich glaube, dass er einfach beim 2-2 gedacht hat, ich will die Defensive stärken und irgendwie diesen Punkt mitnehmen, der uns natürlich mehr bringt als Gladbach. Aber in der Analyse, ob das dann, also das Spiel war von Gladbach so überlegen, da kann man natürlich als Trainer vielleicht auch anders wechseln. Ich finde zum Beispiel, dass man am Samstag ganz klar gesehen hat, neben den Leistungsstellen bei Leistungsträgern, dass du natürlich im Mittelfeld zentral mit Höger und Lehmann fast keine Geschwindigkeit hast. Also die haben ihre Qualitäten, aber da kam natürlich nach vorne auch an, wenn du dann vielleicht defensiv stehst, dann muss auch mal einen schnelleren Antritt durchs Mittelfeld machen. Und das ist halt im Moment auch das Problem mit dem Kader. Eigentlich musst du ja sagen, mit dem, was an technisch versierten Spielern fehlt, ist es eigentlich ein Wunder, dass du immer noch da stehst. Aber klar ist jetzt auch, du gehst auf ein Zahnfleisch und am Samstag, da bin ich bei dir, in Sachen in den Zweikampf kommen, in Sachen Mentalität und auch in Sachen Wechsel, glaube ich, haben Mannschaft und Trainer nicht den allerbesten Tag gehabt. Frag mal Hans Linzen mal. Ja, erstmal das, was ich als Trainer auch immer gehasst habe, ist, wir beurteilen es jetzt, nachdem das Spiel zu Ende ist. Natürlich. Da wird der Maro eingewechselt, er denkt sich was dabei, scheinbar hat er wirklich gedacht, wenn es 2-2 bleibt, ist das in Ordnung. Vielleicht machen wir noch ein Konto und gewinnen 3-2. Nehme ich mal an. Dass es jetzt genau andersrum geht, ja, im Nachhinein ist man bekanntlich... Ganz kurz, er wollte mehr Stabilität reinbringen. Das ist das, was ich verstanden habe, was er hinterher auch gesagt hat. Was ich halt da in dem Moment viele andere auch bemängelt haben, war die Tatsache, dass es in den zwei Spielen vorher auch schon mal passiert war und dadurch keine weitere Stabilität, durch diese, ich nenne sie mal Fünferkette, da reingekommen ist. Ja, er muss es bei den beiden anderen Spielen auch anders für sich gewertet haben, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Ja. Ne? Er macht das ja nicht, um zu verlieren. Eins muss man nochmal sagen, ne? Vor dem Spiel, nach, was war das, 28 Spieltage, war der erste FC Köln Fünfter. Ne? Erster FC Köln, ich war 92 dabei, als wir letzte Mal Europapokal waren, waren wir Vierter. Das ist 25 Jahre her. Jetzt war man Fünfter, dann sollten wir natürlich ruhig kritisch sein, aber nicht rummeckern. Ne? Denn all die Jahre vorher hätten wir hier gesessen und hätten gesagt, war einmal ein Jahr ohne zu zittern. Ne? Jetzt ist das Jahr ohne zu zittern, wir sind auf dem fünften Platz. Natürlich ist das ärgerlich, die Leistung hat an diesem Tage nicht gestimmt. Aus meiner Sicht war das Spiel gegen Frankfurt aber genau gleich. In der ersten Halbzeit hat nur Frankfurt gespielt, nur können die nicht so gut Fußball spielen wie Gladbach. Und der erste FC Köln hat aus irgendeinem Grund gewonnen. Das war, wenn ich das richtig gesehen habe, war das der erste Schuss aufs Tor.
Und der geht gegen Innenposten. Ne? Und der geht gegen Innenposten und geht dann rein. Wir müssen schon gucken, dass wir realistisch sind. Die Leistung hat nicht gestimmt, aber insgesamt kann man sich über das Ergebnis beileibe nicht beschweren. Ich möchte noch was sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass der Peter Stöger auch nicht zufrieden war. Denn zum ersten Mal, meine ich, seitdem er da ist, nach dem HSV-Spiel, hat er drei Leute rausgenommen. Ne? Ich meine, Olkowski hätte gespielt, Maro hätte gespielt, Subotic. Und er verändert von vier Abwehrspielern drei Mann. Und das, wo du eigentlich relativ gute Ergebnisse erzielst, das kann nur sein, dass er selber das Gefühl hat, einige Spieler sind nicht in Form und ich muss irgendwas ändern. Würde ich das werten? Hannes, du magst als Trainer absolut recht haben. Ja, also ich bin ja komplett bei dir. Wir brauchen uns nur die Rückrunde anschauen, ja, wie viele Tore wir bekommen haben, im Gegensatz zur ersten Linie, da war die Mannschaft viel kompakter, ja, da hat jeder mit angegriffen und jetzt schwimmt irgendwo hinten gerade jeder. Aber ich möchte die Personalie Maro eigentlich nicht so überbewerten. Ich habe eine ganz andere, die mir viel weh tut, und das ist Osako. Ja, jeder weiß oder jeder hat gesehen, dass wir spielerisch nicht mithalten können. Aber die Frage ist ja, warum? Natürlich hast du, Thomas, gesagt, mit Lehmann und Höger haben wir vielleicht nicht wirklich die Qualität. Tempo, habe ich gesagt. Ja, aber ist letztendlich, kommt es auch gleich raus. Ja, wir haben auch nicht die spielerische Qualität, wenn ich das mit Dahut vergleiche. Wenn ich aber Osako nehme und muss ganz einfach sagen, ich setze den auf die Bank, wo jeder weiß, dass er einer der wenigen ist, die wirklich modest viel öfter einsetzen können, dann stelle ich einfach mal die Frage, warum lässt man ihn nicht von Anfang an spielen und dann einfach sagen, ich riskiere das ruhig, dass ich den in der Halbzeit rausnehmen muss. Ja? Es ist viel gefährlicher, Johannes, du bist da wahrscheinlich der Trainer deutlich besser, aber es ist für mich viel gefährlicher, wenn er nicht hundertprozentig fit ist, kommt rein und nach 5 Minuten müsste er wieder raus. Also da habe ich ganz einfach den Ansatz gesehen, warum spielerisch dieses Manko da war. Osako hätte uns bestimmt gut getan. Hannes, wolltest du was dazu sagen? Nein, das ist zweifellos richtig. Ne? Er kann Fußball spielen, er kann mal einen Mann ausspielen, er kann mal einen schlauen Pass in die Tiefe spielen. Er fehlt. Er fehlt natürlich auch besonders, weil zwei weitere gute Fußballer mit Risse und Bittencourt auch schon eine ganze Zeit fehlen. Und diese drei Verluste, ist der FC nicht gut genug, um die personell ausgleichen zu können. Der beste Angriff wäre mit Risse, Osako, Bittencourt, Modest. Dieser Angriff kann sich sehen lassen, der kann Ansprüche stellen. Aber davon waren die jetzt drei von verletzt. Und wie der Gesundheitszustand von Osako war, wissen wir natürlich auch nicht. Ne? Aber ist klar, reinkommen ist schwieriger als anfangen. Ne? Ja. Ich glaube, Fakt ist ja auch, natürlich diskutieren wir irgendwie hier auf hohem Niveau, weil wir darüber diskutieren, warum der FC 6 Spieltage vor Schluss ein Derby verliert und damit von 5 auf, was ist jetzt, 7 abrutscht. Das ist auf hohem Niveau. Und ich finde schon, dass gerade im Kreativbereich das Verletzungspech, das ist ja auch nicht nur eine Ausrede, das hat echt gnadenlos zugeschlagen. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, man lebt natürlich auch von dem hervorragenden Start. Ich glaube, in den ersten 6 Spielen, was hattest du, 13 Punkte oder sowas, ne? Dann auch mit dieser Euphorie, die dich dann trägt und so ein Spiel wie gegen Hertha, da war ich da, da hat man, du kannst ja auch eigentlich, wenn du als FC zu Hause spielst, kannst du ja eigentlich in jedem Spiel hast du die Chance auf 3 Punkte. Aber am Samstag war es halt einfach so, wie da gerade gesagt, ist eine Qualitätsfrage vielleicht auch und die noch da sind, die eigentlich über der Qualität des Rechts stehen, die sind im Moment auch nicht da. Also wir hatten ja schon häufiger mal die Diskussion, ich habe mich ja damals zu dem Satz hinreißen lassen, Hector kann in Barcelona spielen, aber der kann auch beim FC in dem Spiel mal nicht auffallen. Und zu dieser Meinung stehe ich. Ich glaube, im Moment ist auch, er wird für mich jetzt auch so ein bisschen, er hat letztes Jahr eine Europameisterschaft gespielt, vielleicht ist er ein bisschen überspielt, ich weiß es nicht. Horn hat natürlich auch nicht den Rhythmus, weil er ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Das sind schon alles Sachen, die nachvollziehbar sind. Dennoch, und das hat ja Tobias gerade auch gesagt, darf man natürlich schon als Fan sauer sein. Man muss ja nicht sagen, okay, wir haben so viele Verletzte, Gladbach hat so viel Qualität, deshalb müssen wir ein Derby zwangsläufig verlieren. So ist es ja auch nicht. Absolut, ich denke, da sollte auch der Tobias mit in den Verein nehmen. Wir jammern wirklich auf hohem Niveau, weil ihr uns zum Träumen gebracht habt. Also, es ist ja nun mal so, der FC hat seit Ewigkeiten nicht mehr so eine Saison gespielt. Und es wäre halt jammerschade, wenn man durch die Arbeit der Vorzeit jetzt im Hintern wieder einreißt. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die man momentan hat. Also von daher ist die Kritik hier, soll ich immer, wie immer, konstruktiv sein. Apropos Kritik, ich habe da so einen Punkt gesehen, Tobias, der betraf auch dich.
im Spiel gegen Gladbach, das war im TV zu sehen, da lief auf einmal Max Eberl auf dich zu, hat dich angestupst und hat dir irgendwas gesteckt. Irgendwas hat er dir erzählt. Du hast auch etwas verwundert geguckt. Vielleicht kannst du uns mitteilen, was das war. Ja, dann haben sich viele Leute gefragt, ob ich irgendwie Ärger hatte mit Max Eberl. Hatte ich nicht. Der ist auch sehr, sehr nett, mit dem hatte ich noch nie Ärger, sondern der Punkt war einfach, dass auf der Gladbacher Bank die Heizung an war. Also die mit allen Tricks. Die Sitzheizung. Und das war an dem Tag überflüssig. Den war es heiß. Also ich gebe dazu, die waren heiß, war es hier, hatte ich das Gefühl. Und da ich mich kennt von diversen Interviews, die wir zusammen mit Jörg Schmadtke gemacht haben, hat er mich halt angesprochen und dann haben wir über Funk Bescheid gesagt und die Heizung wieder runtergedreht und da das nicht schnell genug ging, ist er noch ein zweites Mal gekommen. Ja. Okay, haben wir das auch geklärt. Ja, aber wenn du das jetzt hier so aufnimmst, man hat ja vorher auch mit den Leuten hier gesprochen, die Stimmung war da so ähnlich wie jetzt hier in der Runde. Ist das jetzt für einen Verein schwierig, gerade in der Kommunikation jetzt da, 6 Spieltage vor Schluss, wo so um die Wurst geht, damit umzugehen? Wie siehst du das aktuell? Also zunächst mal ist es so, wir standen in 28 Spieltagen in dieser Saison nicht einmal schlechter als Platz 7. Das ist ein ganz gutes Gefühl. Natürlich nimmt man wahr, dass die Leute, genau wie du gesagt hast, man weckt natürlich Erwartungen und Träume und ich glaube, es gibt auch keinen im Geistbock, keinen, der sagt, Europa wollen wir absichtlich nicht. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass wir da oben stehen, weil eben Clubs wie Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, Schalke nicht das leisten, was sie normalerweise leisten. Ich fand heute ganz gut, was im Stadtanzeiger, ich glaube, Christian Hönhausen hat es gesagt. Ärgerlich wäre es am Ende, wenn man es nicht schafft und Freiburg schafft, weil das wäre irgendwie Kragenweite, aber wenn man, ich glaube, man muss sich nicht schämen, wenn man von Schalke oder Leverkusen abgefangen wird am Ende. Aber natürlich wollen wir das alle hinkriegen, glaube ich. Also die Jungs haben es klar gesagt und dennoch, wir haben klare Saisonziele ausgegeben, das war 40 Punkte plus X und Platz 9. In dem Korridor sind wir drin, wenn wir so weiterspielen. Kommunikation, ob das schwierig ist, das ist Köln halt auch, ne? Also, kennt man ja auch schon lange hier und generell seit Jahren. Wenn wir jetzt in Augsburg gewinnen, dann sind alle fest davon überzeugt, dass es auf jeden Fall klappt und es ist auch durch die neuen Medien und so weiter, ist es auch nicht langsamer geworden und es träumen ja nicht nur die Fans, sondern auch die Journalisten, also manchmal habe ich das Gefühl, dass wir auch die Träume von Bild und Express gefährden, wenn wir nicht gewinnen. Was man dann auch wieder merkt an der Schärfe der Berichterstattung. Und ja, aber das ist ja auch, das macht diesen Standort ja auch so interessant und schön. Also Totenstille will ja auch keiner haben. Ja, muss ja nicht sein wie in Leverkusen. Lass mal einfach über den ersten FC Köln weiterreden und über diese Chance für Europa, die ist ja noch da. Natürlich geht auch die Chance nach unten noch, 10., 12. Platz, was auch immer. Was glaubst du, 6 Spieltage sind noch zu spielen? Welchen Eindruck macht die Mannschaft momentan auf dich? Glaubst du, dass sie es packen können? Also ich gehe schon davon aus, dass sie richtig gute Chancen haben. Natürlich muss man anders auftreten, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, was wichtig ist beim 1. FC Köln, immer wenn man sie in dieser Saison abgeschrieben hat, ist das nächste Spiel wieder ein Touch besser geworden. Ich will jetzt nicht Frankfurt-Gladbach nennen, die beiden nehme ich jetzt mal weg. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft durchaus gute Chancen hat. Ich muss dem Tobias leider ein wenig widersprechen. Mit Träumerei hat das Ganze jetzt nichts mehr zu tun. Wenn man das vor der Saison gesagt hätte, wäre ich bei dir gewesen. Aber wenn ich 3/4 der Spiele auf einem Euroleague-Platz stehe, sorry, dann darf man nicht mehr von Träumerei reden, sondern man darf schon leise Erwartungen hoffen. Und so gesehen muss ich einfach sagen, mir wäre es sowas von egal, ob Gladbach, ob Schalke, wer auch immer vor uns wäre. Und wir würden 7. oder 8. Also sorry, da muss ich einfach sagen, die Chance, die wir jetzt gehabt haben und immer noch haben, die muss man wahrnehmen, weil, du hast es wirklich richtig gesagt, Schalke, Gladbach, Wolfsburg, Leverkusen sind von dem finanziellen Rahmen deutlich besser gestellt als der 1. FC Köln. Ob man so eine Chance nächstes Jahr wieder bekommt und wieder hofft, dass Gladbach ein bisschen schlechter ist als wir, Leverkusen mache ich mir keine Sorgen, das macht,
geht von alleine. Aber letztendlich muss man einfach sagen, wenn man jetzt die Chance nicht nutzt, denn man darf eines nicht vergessen, es gibt auch ein bisschen Geld, wenn man den Platz erreicht. Ja, und man muss sagen, Spieler kommen, ja, absolut. Ja, und in die Mannschaft muss investiert werden. Ja, und man sieht, der zweite Anzug, Thomas, das hast du richtig gesagt, der passt noch nicht richtig. Ja, und da haben die anderen, wie die genannten Vereine, schon einen deutlichen Vorteil aufgrund der finanziellen Situation. Leider ist bei uns die Bank nicht so gestrickt, dass sie auch den etablierten Stammspielern Druck machen kann, ja, sondern die Leute sagen, okay, wenn ich reinkomme, ich tue ist mein Bestes, aber da muss man meines Erachtens, zweite Reihe, muss man ordentlich aufbessern. Aber ich glaube, wenn man jetzt vielleicht aus Journalistensicht oder sowas sieht, also in einem muss ich jetzt schon ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist ja jetzt nicht so, es gibt Vereine, Hertha hat zum Beispiel in der Winterpause gesagt, Platz 6 ist jetzt das Saisonziel, ganz klar ausgegeben. Es gibt Mannschaften wie Freiburg, die sagen, Gott, Europa, haben wir nichts mit zu tun. Und der FC hat aber schon relativ früh gesagt, naja, also wir stehen jetzt da, wir würden uns nicht dagegen wehren. Also ich habe schon defensivere Aussagen gehört. Wir wollen diesen Platz verteilen. Und Dieter, du weißt ja auch, ich meine, ihr habt damals ganz andere Ansprüche gehabt. Also Platz 5 oder 6 war schon damals eine Katastrophe eigentlich, ne? Und ich glaube, als Spieler ist es ja auch so, du lässt dich ja davon selber auch anstecken, von diesem, boah, wir können eventuell, und dann ist irgendwann vielleicht die Unbeschwertheit weg, das siehst du jetzt auch in Frankfurt, die treffen das Tor nicht, die waren ja eigentlich vor der Rückrunde in einer besseren Situation. Ich glaube, jetzt wird sich die Mannschaft einfach durchsetzen, die am beherztesten diese völlig unverhoffte Chance ergreift, definitiv. Und ich finde, man darf natürlich, und deshalb verstehe ich auch die Verantwortung, man darf jetzt nicht so tun, als wenn man am Ende 8. oder 9. wird. Ich gebe dir recht, man muss alles tun, die Chance wahrzunehmen. Nur wenn du 8. oder 9. wirst, und deshalb sind sie, glaube ich, alle so im Verein, darfst du die Saison auch nicht als Enttäuschung verkaufen, vor allen Dingen mit dem Verletzungspech. Ich glaube, das ist das, warum wir alle so ein bisschen auf die Bremse treten, weil nachher wirst du 8. mit 45 Punkten und dann ist große Tristesse. Ich glaube, das ist die Angst, die man im Verein hat. Vielleicht fragen wir nochmal Hannes Linden, jetzt gerade die Situation, die ist ja auch für den Trainer anspruchsvoll, ne? Also dass man jetzt so 6 Spieltage vor Schluss so ein bisschen, ja, da steht, dass beides möglich ist, ich sag mal, wieder eine zweistellige Tabellenplatz, Abstieg ist ja nicht mehr möglich, Gott sei Dank, oder so gut wie nicht mehr, aber auch nach oben geht noch was. Wie geht man als Trainer in so einer Situation ran? Ich glaube, das ist immer typbedingt, die Gefahr sehe ich auch, wenn du jetzt als Trainer zu sehr auf Europa gehst, und dann wird die Enttäuschung nachher so groß. Ne? Ich habe das ja ein paar Mal erlebt mit Fortuna. Ne? Wir steigen auf, wir schaffen das. Dann haben wir 90. in einen reingekriegt, sind nicht aufgestiegen. Konnten wir die Enttäuschung oder konnte ich die Enttäuschung nicht auffangen. Ne? Und jetzt ist das so, der erste FC Köln hat die Chance, aber die Liga ist ja so ausgeglichen. Bayern München ist besser und Darmstadt ist schlechter. Und alle anderen sind gleich. Ich sehe Schalke nicht deutlich besser als den FC. Und deshalb kannst du jedes Spiel, aus meiner Sicht kann der FC gewinnen, aber er kann auch nahezu jedes verlieren. Es wäre ja kein Wunder, wenn der FC in Augsburg 1-0 verliert. Und wir wissen genau, würden wir jetzt umdrehen, erste Serie wäre die Rückserie, wäre Eintracht Frankfurt letzter und der FC, glaube ich, vorletzter. Ne? Und Ingolstadt, glaube ich, der 7. Und die waren völlig abgeschlagen und jetzt gewinnen die plötzlich jedes Spiel. Ich sehe den Grund darin, dass die leistungsmäßigen Unterschiede zwischen den Mannschaften äußerst gering ist, um am Tag durch eine individuelle Leistung entschieden wird. Hannes, so leid es mir tut, also ich muss da einen Teil wieder sprechen, weil ich einfach sage, geheult wird auf jeden Fall. Vollkommen egal, welche Route, welche Sichtlinie du ausgibst. Wenn wir nicht die Euroleague schaffen, wird in Köln geheult. So. Also muss man doch den anderen Weg gehen und nicht vorsichtig, sondern ich bin jemand, der sagt, diese letzten beiden Spiele insbesondere sollten Motivation sein, um nach Augsburg zu fahren und zu sagen, nach einer Viertelstunde können wir aufhören, weil das Ding ist gegessen. Wenn du jetzt nach Augsburg fährst und sagst da auch, mal abwarten, wie auch immer, du fängst wieder irgendwo so ein komisches Ding. Was meinst du, was dann in Augsburg los ist? Das ist für die auch ein Endspiel. Ist Endspiel, ja. Mhm. Und so gesehen sage ich einfach mal nichts mit Heulerei, ja, sondern wir sollten objektiv und positiv nach vorne schauen, um einfach zu sagen, Motivation. Alle Kräfte bündeln und am Samstag das Thema erledigen.
möchte noch was dazu sagen. Bitte. Der Peter Stöger ist ja sensationellerweise Rekordtrainer jetzt des 1. FC Köln. Warum ist er Rekordtrainer geworden? Weil er immer realistisch und sehr zurückhaltend war. Er war nicht der typische FC-Trainer, wie ich weiß, als ich Co-Trainer war, war Vorstellung im Stadion beim FC, wo die Zuschauer alle da waren, da sagte Litti, ich glaube 91 war das, wir wollen deutscher Meister werden. Ja, herzlichen Glückwunsch, da haben wir schon so gemacht und wussten, im Oktober sind wir entlassen, das können wir gar nicht schaffen. Das war FC-Art. Der Stöger hat sich jetzt genau anders verhalten und deshalb ist er da und hat bisher die Zielsetzungen, die der Verein ihm gestellt hat und die er sich gestellt hat, erreicht. Und ich weiß nicht, ob er jetzt 5 Spieltage vor Schluss von einer bewährten Sache runtergehen sollte und morgen im Express verkündet, wir werden in Augsburg nach 15 Minuten 3-0 führen. Ich halte das für falsch. Das gab es mal, Michael Mayer, ne? zum Triumphmarsch von AIDA, ne? Irgendwo, ne? Du kannst dich auch erinnern. War das vor dem 0:5 in Essen? Nee, das war mal ein Spiel. Wo war das nochmal? Jena, kann das sein? Nee, Aue, genau. Aue für Aue und Aue weghauen. Ne? Und aber ist nicht gut gegangen. Aber hier sind ja viele, zwar zwei Meinungen, aber trotzdem sind natürlich hier viele Sachen, die man aufgreifen kann. Erstens mal gebe ich Dieter vollkommen recht, du fährst nach Augsburg. Die haben im Moment freier Fall, die haben die Hose sicherlich voll. Auf der anderen Seite sehen die auch die Chance, das Ding nochmal zu drehen. Aber in Augsburg kannst du natürlich bestehen. Auf der anderen Seite muss ich jetzt wirklich auch mal sagen, wenn du die Mannschaft vom Samstag dir anguckst, die beim FC auf dem Platz stand, mit allen Stärken und Schwächen, die einzelnen Spieler haben, ist das sicherlich keine Mannschaft, die zu den 6 Besten in der Bundesliga gehört. Und wenn dann Spieler, wir haben es eben gerade gesagt, an einem guten Tag schreibt am nächsten Morgen der Express, Marco Höger, zweikampfstark, Organisator, haute sich in alles rein, Note 2. Am Spiel wie Samstag, sagst du dann, konnte seine Schnelligkeitsnachteile nicht kaschieren, wirkte nicht ganz fit und brachte spielerisch nicht nach vorn, Note 5. Das ist dann wirklich die Spannbreite, die da ist. Und da muss man ehrlich sagen, im Moment ist das keine Mannschaft, die selbstverständlich nach Europa kommt. Aber ich gebe dir auch recht, wenn du jetzt die Chance hast, natürlich, ich habe jetzt das Testprogramm, ich habe heute Mittag mal gearbeitet, ich habe hier von allen 7 Europa League-Anwärtern, habe ich das Restprogramm durchgerechnet. Und was hat der FC Augsburg, Hoffenheim, Dortmund, also ich habe gesagt, Augsburg 1 Punkt, Hoffenheim 1 Punkt, Dortmund Niederlage, Werder 3 Punkte, Leverkusen 1 Punkt, Mainz 3 Punkte. Macht am Schluss 49 und reicht am Schluss für Platz 7, also auf jeden Fall Europa mit Qualifikation. Soll Leverkusen einen Punkt geben? Also. Gut, das ist jetzt wieder polemisch, deshalb bist du Moderator vom Stammtisch. Ja. Ne? Ja. Also wie gesagt, das Restprogramm bietet dir auch Chancen noch. Definitiv und ich denke, der Tobias hat interessiert zugehört und sich seine eigene Punkterechnung eh schon aufgemacht. Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich meine, du hast ja eben auch deutlich gesagt, der Verein will auch. Also ich glaube, man will diesen Platz erhalten, das hat man ja auch gesagt. Definitiv. Merkst du das auch, ich meine, ein bisschen kriegt ja schon ein bisschen was mit, was ja die Mannschaft da so macht und so weiter. Merkst du diesen Willen auch im Training, dass die einfach eigentlich geil drauf sind, demnächst in Baku aufzutreten oder in Vladivostok oder sonst wo? Es darf auch Mailand sein, also. Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, dass in der Mannschaft sind sich alle darüber einig, dass wir uns von Spiel zu Spiel konzentrieren und nicht jede Woche oder nach jedem Spiel, oh, jetzt sind wir in Europa dabei, jetzt sind wir nicht in Europa dabei. Das ist vollkommen überflüssig, letztlich für die Mannschaft, also für uns ist das schön drumherum, aber die Mannschaft muss sich darauf konzentrieren, die Spiele zu gewinnen und am Ende klappt es oder klappt halt nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Kader oder der Trainer oder irgendjemand im Verein sagt, wir wollen nicht oder wir schenken das jetzt ab, weil das zu weit weg ist. Also das ist ja Quatsch. Es gibt ja immer diese Sprüche, die habe ich auch teilweise auch mal aus dem FC-Bereich gehört, ich sage jetzt nicht von wem. Europa kann zu früh kommen. Ne? Zu früh und aufgrund der Qualifikation und Runde, die man dann auch spielen muss. Ja, das ist darauf bezogen, dass Vereine wie Mainz, Augsburg, Freiburg die Europa-League-Auftritte oder Abenteuer nicht nur gut getan haben, sondern jeweils... Aber der FC ist 5-mal abgestiegen und war vorher nicht in Europa. Ja, ich sag ja auch, ich habe ja die anderen, Vereine genannt und Peter Stöger ist schon letzte Saison ja darauf angesprochen worden, kann es zu früh kommen und
wenn man dann sieht, die Beispiele, letzte Saison war ja, glaube ich, Augsburg, die fast abgeschieden werden wegen der Doppelbelastung. In Europa kennen uns keine Sau. Ja. So, und klare Aussage war, wenn wir uns qualifizieren, dann spielen wir auch. Also ich glaube nicht, dass das im Verein ist, wenn jemand sagt, oh, jetzt ist zu früh, deswegen verlieren wir absichtlich am letzten Spieltag 2-1 gegen Mainz, damit wir Achter werden. Aber klar ist ja auch, ein Verein wie Augsburg spielt dieses Jahr keine Europa League, ist auch im Abschiedskampf. Also man kann sich das auch einreden. Also wenn ich als Verein vor der Saison sage, oh, Dreifachbelastung, reicht der Kader, Reisestress, dann kann ich mich auch regelrecht in so einen Negativstrudel reinsprechen. Deswegen haben wir das ja auch nicht gemacht. Genau, deshalb sage ich ja, ein Verein wie Augsburg, ein Verein wie Mainz, das sieht man jetzt aktuell, und auch Freiburg in meinem anderen Jahr, die können immer in Abstiegsgefahr kommen. Ich glaube, du darfst das gar nicht als Alibi immer zulassen, du musst halt gute Regenerationszeiten machen. Das Problem ist oft für diese Mannschaften, die dann über die Taktik kommen, die haben halt nicht mehr so viel Zeit zu trainieren. Das ist der einzige Grund, der wirklich da ist. Aber klar ist doch, du kannst doch nie sagen, Europa kommt zu früh. Also wenn du diese Chance hast, und jeder FC-Fan, den ich kenne, erzählt mir, wir gehören eigentlich per DNA nach Europa, also musst du das auch nutzen, das ist ja wohl klar. Also Europa kann nicht zu früh kommen, dann kommt höchstens 25 Jahre zu spät. Aber, ne? Also 92 war es dann vorbei. Ja, also ich denke, der Verein hat da schon die richtige Einstellung. Ja, ich spreche das auch. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter und war 2 Jahre im Europapokal mit dem FC als Co-Trainer dabei. Das habe ich schon als sportlich als ganz toll empfunden. Ne? Das war schon toll, als wir uns qualifiziert haben und dann wirst du ausgelost und dann fährst du ins Ausland, dann spielst du, und ich als Co-Trainer musste ja immer die Liga dann beobachten, den Gegner beobachten, und wenn du dann, sind wir ja auch schon mal eine Runde weitergekommen, dann waren das tolle Heimflüge, und also es lohnt sich schon, nach Europa zu kommen. Das Einzige, was mir heute so leid tut, ich finde ja die Champions League einen unglaublichen Wettbewerb. Und damals haben wir einmal teilgenommen als Zweiter, also als Vizemeister, und einmal als Vierter am Europapokal. Damals gab ja noch keine Champions League. Wir wären ja in der Champions League gewesen. Und das tut mir heute leid, dass damals noch keine Champions League war. Denn das ist ein toller Wettbewerb. Und das größte Ziel, das heute mein ich im Verein hat, muss irgendwann mal davon träumen können, auch mal in der Champions League mitzuspielen. Das fände ich schon super. Da sage ich aber, Entschuldigung, ganz kurz sage ich aber trotzdem, muss der Traum sein, aber da bin ich auch Fußballromantiker. Ich finde, die Champions League hat was alles kaputt gemacht im Fußball. Die Schere zwischen Arm und Reich ist viel zu groß. Morgen haben wir das 11. Mal Bayern-Real in den letzten 10 Jahren. Also ich finde, da ist der Spannungsbogen auch nicht mehr so groß. Ich finde, dass die Champions League hat dafür gesorgt, dass alles zementiert ist. Ich weiß, dass man als Spieler dahin will und diese Hymne hören will, aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist die Champions League, ist vielleicht jetzt ein bisschen mutig gesprochen, der Anfang vom Ende. Ja, aber das finde ich, wenn du Fußballromantiker bist, dann war deine Argumentation falsch, dann darfst du nicht mit Geld argumentieren. Sondern wenn du Fußballromantiker bist, musst du dich freuen, wenn einer Fußball spielen kann und wenn sich Mannschaften anstrengen. Du musst mal gucken, die Bayern ab und zu, dann spielen die Städte 3-0, da spielen die wie im Urlaub. Morgen weißt du, dass der Trainer die absolut beste Mannschaft aufstellt, der Gegner stellt die beste Mannschaft auf, die höchste Motivation ist da, und dann zählt an diesem Tag, glaube ich, für die Spieler und für die Beteiligten kein Geld, nichts, sondern dann wollen die super Fußball spielen und zeigen, dass sie die Besten sind, glaube ich. Ja, aber das schließt sich ja nicht aus. Natürlich wollen die das, aber ich finde dein Argument, was du gerade gesagt hast, stimmt ja. Früher musste Bayern, und ich habe jetzt mal nachgeguckt, da haben die in der Bundesliga zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf verloren, gegen Hansa Rostock, das war die Jahrtausendwende. Das kommt mir auch vor wie Schwarz-Weiß-Bilder, das Wunder von Bern. Also das ist, also ich finde, das hat der Bundesliga überhaupt nicht gut getan. Die Bayern haben 4 Spiele im Jahr, die sich überhaupt interessiert in der Bundesliga. Das ist nicht gut, finde ich. Herr Frank, noch mal jemand, der selbst auch Europa gespielt hat und hat nicht zu knacken. Ne? Also ich kann mich ans Finale dann gegen Real Madrid, das wir 2-0 gewonnen haben. Leider das Hinspiel 5-1 verloren, aber okay, das passiert schon mal. Wir haben trotzdem gefeiert. Ne? Nein, aber ich sag mal, allein die Reputation, das alles, ich meine, wie siehst du das? Ist das generell für einen Verein einfach wichtig, ja, dabei zu sein, wenn man diese Größe eines Vereins mit fast mittlerweile 90.000 Mitgliedern, jedenfalls kurz davor, wie der 1. FC Köln ist? Also natürlich muss man ganz einfach sagen, in meiner Zeit von 75 bis 88 waren wir fast jedes Jahr international dabei. Ich kann mich an nette Spiele erinnern, Barcelona zu Hause 1-0 verloren, wir fahren dahin, Nou Camp, 120.000 Zuschauer, wir gewinnen 4-0. Und alle waren mit den weißen Taschentüchern hinten. So, das alleine sind Dinge, die ein Fußballer immer erleben will. Wenn ich es natürlich, wie der FC jetzt in dieser Zeit,
nicht so häufig geschafft hat, dann ist es recht schwierig, sich an solche Ziele zu klammern. Aber ich gebe dem Hannes vollkommen recht, Europapokal, egal ob es Champions League oder wie auch immer heißt, das muss Ziel eines Profis sein. Und wenn die Jungs von heute einmal so ein Erlebnis hätten, in Real zu spielen, in Bernabeu oder wo auch immer, wo wirklich der Fußball pulsiert, wo Europa lebt, dafür lohnt es sich, nochmal 20 Sekunden mehr aufzupassen. Ich habe immer noch den Traum, lieber Tobias, dass wir am 22. Mai hier diese Feier machen. Das wird dann der letzte Stammtisch sein. Wenn dann nochmal dieser Abschluss käme, ihr müsst das nicht mir zuliebe machen, sondern generell, das wäre natürlich genial. Wie stehst du jetzt zu der ganzen Thematik? Ich meine, ich kenne dich ja auch aus Zeiten, als du noch nicht beim FC Köln angestellt warst. Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren noch in Sandhausen im Regensburg gespielt, das ist noch nicht lange her. Ja, also bei... Liegt aber auch in Europa. Also, ich sage jetzt mal einen Stammtischsatz. Es hat sich noch nie einer am Stammtisch nach Europa gequatscht. Also am Ende wird es auf dem Fußballplatz und in der Tabelle entschieden und wir entscheiden auch nicht darüber, ob es reicht oder nicht. Aber mir ist immer wichtig, und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich beim FC angestellt bin oder nicht. Ich habe die Zeit nicht vergessen und ist auch noch nicht so wahnsinnig lange her. Weil, glaube ich, vor 3,5 Jahren Karneval haben wir dank Daniel Halfer mit Ach und Krach 2:2 in Aue gespielt. Und der FC hat ein paar Jahre gehabt und fast Jahrzehnte. Also ich habe keinen Titel erlebt als FC-Fan. Ja, ist leider schon zu lange her. Florida Cup. Stimmt, Florida Cup. Murenkorn? Und da wir da seitdem nicht mehr angetreten sind, haben wir den auch noch. Titelverteidiger. Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen und wie schmal der Grat in dieser Liga ist. Wir sind jetzt das dritte Jahr in Folge in der Bundesliga und haben kein einziges Mal auf dem Abschiedsplatz gestanden. Und das ist etwas, wo ich mich persönlich immer wieder nicht kneifen muss, aber wo ich mich darüber freue und was das Allerwichtigste für diesen Club ist, dass wir stabil erste Liga spielen, weil die Lage vor 3 Jahren, als ich beim FC angefangen habe und andere Leute beim FC, die natürlich deutlich wichtiger sind als ich, ganz, ganz, ganz anders war. Und das sollte man halt auch nach einem verlorenen Derby nicht vergessen, dass es wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau klappt. Wir klagen in der Tat auf einem hohen Niveau, da kann ich nur bestätigen, aber die Nummer 1 am Rhein, das möchte natürlich gerne bleiben und momentan sind wir es noch. Also wo wir das Derby verloren haben, hat ja ein bisschen was noch an Futter gehabt. Ich habe hier gerade eben eine Publikumsfrage gesehen. Vielleicht ist das erledigt oder wollt ihr es noch fragen? Ich habe mal eine Frage an den Mediendirektor. Gibt es eigentlich für Samstag Entwarnung für irgendwelche Verletzten? Gibt es Entwarnung für irgendwelche Verletzte? Ist da irgendwas Neues zu vermelden oder ist der Status noch so, wie er war? Ja, heute war ja erstmal nur das montägliche Regenerationstraining für die gespielt haben. Da sieht man noch nicht so wahnsinnig viel. Montag ist zu früh, was über verletzt oder nicht zu sagen. Das wird dann eher gegen Mitte, Ende der Woche sein. Aber also so akute, schlimme Sachen kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ist nichts dazugekommen? Nein, heute ist... alle unverletzt aus dem Training rausgekommen. Ich meine, ihr müsst die mittlerweile schon auf der Treppe begleiten, damit die da nicht runterfallen oder so. Also einen Rollator am besten fahren, damit das auch nicht schief geht. Also man hat ja immer ein bisschen Angst, jeden Tag, wenn die Zeitung auslenkt, hat sich wieder einer verletzt. Also wir hatten eine Zeit lang ja wirklich die Seuche, aber okay, scheint ja im Moment ganz gut zu gehen. Einige haben aber Formprobleme, was mir so ein bisschen zu schaffen macht, wo ist jetzt Subotić, ne? Der ist ja gar nicht mehr aufgetaucht in den letzten beiden Spielen. Alles Linden. Ich meine, wir wissen ja alle, was der früher geleistet hat und zu leisten imstande ist. Er ist 28, normalerweise jetzt noch nicht in dem Alter, wo er durch ist. Also, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal gesehen. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Mit 28 ist er ja wirklich jung. Ne? Ich habe gedacht, als er verpflichtet wurde, weil ich den schon so lange von Dortmund gesehen habe, der ist älter, 28. Aber er war verletzt und ich hatte das Gefühl, als er hier hinkam, dass er nicht richtig fit ist, dass er große Probleme im Antritt hatte. Zum Schluss habe ich gedacht, es ist etwas besser geworden, aber ich habe es eben ja schon gesagt, nach dem Spiel in Hamburg schien Stöger unzufrieden zu sein, denn sonst hätte er nicht gewechselt und jetzt hier, lässt jetzt die jungen Leute hinten spielen und dann wieder auch, ne, und Sörensen wieder und Heinz, ne, und Marot und Subotić raus. Also zu Anfang habe ich das Gefühl gehabt, er ist
nicht wirklich fit und ich habe ihn von Dortmund her vor allen Dingen schneller in Erinnerung. Ich habe damals Subotic und Hummels, die haben ja zusammen angefangen bei Dortmund, ne, und die haben sich irgendwie gut ergänzt, weil Hummels ist natürlich, also für mich der beste Innenverteidiger wirklich der Welt, obwohl er auch nicht der schnellste ist. Subotic war auch in Dortmund nie der allerschnellste, das ist natürlich ein Spieler, der kommt trotzdem über den Körper, über die Athletik. Und ich glaube, der hat so lange gefehlt, ihr könnt das besser beurteilen, der war dann irgendwie vielleicht auch durch die Euphorie der Verpflichtung, ich kann wieder spielen, der hat 2000 Spiele gemacht, aber das steckst du natürlich nicht weg, der hat glaube ich 1,5 Jahre keinen Fußball gespielt und ist natürlich trotzdem immer in einem Atemzug mit Hummels genannt worden, aber ist natürlich nicht so ein guter Fußballer wie Hummels, das heißt, wenn der nicht fit ist als Innenverteidiger, merkt man das, genauso übrigens wie bei Marot, der für mich 2 Jahre der beste Abwehrspieler war. Du merkst jetzt die ganzen Verletzungen ständig. Der wirkt nicht so antrittsstark im Moment, nicht dieses Timing bei den Grätschen. Das ist bei Abwehrspielern, die können das auch nicht mit einer Aktion übertünchen, indem sie mal ein Tor machen, sondern die müssen eigentlich 90 Minuten auf allerhöchstem Niveau auch körperlich funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem im Moment gerade bei den beiden. Fragen wir nochmal Dieter Prasti, der leider auch viel mit Verletzungen zu tun hatte in seiner Karriere und das glaube ich ganz gut einschätzen kann, wie lange man dann auch in einem, ja nicht mehr 22-Jähriger, braucht ja ein bisschen länger, bis er wieder fit wird. Na gut, ich muss dem Thomas natürlich absolut recht geben. Also 1,5 Jahre hat er nicht gespielt. Das natürlich dann in einer Phase, wo er dann einen Verein findet, weil in Dortmund war er mehr oder weniger aussortiert, dann so eine Euphorie kommt, wo er sich reinhaut bis zum Abwinken, wo er dann auch überdreht, das sind Dinge, die sind völlig normal. So. Dennoch muss man einfach sagen, in dem Fall Stöger absolut richtig, sage ich mal, gehandelt, weil es wird nie ein Trainer einen Spieler draußen lassen, der vermeintlich besser ist. Also Fakt ist einfach, ich bin fest davon überzeugt, dass Subotic die Fitness, die aktuelle fehlt. Dennoch ist es immer noch ein richtig guter Fußballer, der aber eine Basis braucht. Wenn er nicht die körperliche Fitness hat, dann so leid es mir tut, geht es einfach nicht. Das andere Thema ist eben, wir reden über Abwehrschwäche mittlerweile die ganze Zeit. Da muss man natürlich auch den Transfer Maffay sehen. Ja, wenn ich sehe, Maffay, Marot, das war wirklich ein Duo, was sensationell war. Dass man Maffay gehen lässt, gibt es nur einen Grund, Geld. So, aber letztendlich merkt man jetzt auch, dass damit diese Stabilität ein wenig verloren geht. Selbst wenn man dann Heinz nach innen gezogen hat oder Sörensen, dann hat ein paar richtig, richtig gute Spiele gemacht. Aber man merkt auch, es wird auf Dauer zu viel, die Belastung. Ja, und da braucht man auch 2-3 Jahre in der Bundesliga, bis man diese körperliche Belastung wirklich gewohnt ist, um immer wieder aufs Neue hinaus Top-Leistungen zu bringen. Ich denke, Tobias, das ist eigentlich umso höher zu bewerten, wenn man bedenkt, dass viele Spieler gar nicht richtig fit sind, dass sie halt dann aus langen Verletzungen wiederkommen, jetzt in dem Fall Subotic, den du ja im Verein auch schon kennengelernt hast, wie er sich da gibt und so weiter, dass solche Spieler halt dann jetzt wirklich noch alle ihre Probleme mitschleppen und man steht ja immer noch relativ weit oben, das darf man bei der ganzen Sache ja niemals vergessen. Ich wollte dich aber nochmal explizit zu Subotic befragen. Wie nimmst du ihn im Verein wahr und hast du das Gefühl, dass da noch mehr kommen kann? Also körperlich kann ich nicht in ihn reinhorchen. Als Typ, muss ich sagen, ist er sehr, sehr schnell angekommen. Also ich fand es wirklich erstaunlich, wie er sich als jemand, der ja von einem wirklich großen Club und mit Champions League und so weiter im Hinterkopf zu uns gekommen ist, sich sofort auf dieses Thema FC eingelassen hat. Er ist ja auch nur zunächst mal ein halbes Jahr ausgeliehen und wirkt aber vom ersten Tag an nicht wie einer, der nur für ein halbes Jahr ausgeliehen ist. Identifiziert sich mit dem Verein, kommt in der Mannschaft gut an, ist mit uns im Team, im Geistbockheim in guten Kontakt. Also ich kann über Nathan Subotic nur positive Sachen sagen. Und, aber wer von den 4 Innenverteidigern am Ende derjenige ist, der samstags spielen sollte, aus körperlichen, taktischen und sonstigen Gründen, das kann ich noch nicht beantworten. Aber in der Tat ist es schon so, das ist für uns auch ungewohnt. Also wir hatten 3 Jahre in Folge fast gar keine Verletzten, haben einen relativ kleinen Kader, der ja auch ein Grund dafür ist, dass wir diese wirklich großartige Harmonie in dieser Mannschaft haben, weil du ja nichts davon hast, wenn dann 4 Innenverteidiger nicht spielen und davon sitzen 2 auf der Tribüne und machen miese Stimmung. Ja, und jetzt kommen halt viele Spieler immer mal wieder zurück von Verletzungen, dann sieht man eben, eine englische Woche ist nochmal was anderes als von Samstag auf Samstag.
Und ja, und das alles macht sich bemerkbar. Aber ich glaube, neben Subotić ist auch noch nicht fertig bei uns. Er wird auch noch mal spielen. Also er wird aber auch, du hast auch das Gefühl, das nimmt er jetzt auch nicht als Degradierung wahr. Ich meine, es gibt ja so Spielertypen, die als großer Star dann kommen. Wir wissen alle, dass er so nicht tickt, aber trotzdem, also er geht damit professionell um. Ich habe keine Anflüge von beleidigt sein gesehen. Und man sieht ja auch in diesem Kader, dass es sich eh keiner leistet, weil jeder in der Mannschaft ja weiß, wenn ich im Training weiter Gas gebe und mich nicht hängen lasse, dann kann ich nächste Woche wieder spielen. Die besten Beispiele sind der Jojic und Flinter, die jetzt mittendrin sind. Zwei Spiele von Anfang an fast komplett gemacht haben. Ich glaube, Jojic ist einmal ausgewechselt worden. Die Jungs wissen ja, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und dass es überhaupt nichts bringt, jetzt irgendwie dicke Lippe zu machen und irgendwie beleidigt über den Platz zu schleichen. Dann spielt man bei Peter Stöger bestimmt. Das ist ja auch einer seiner allergrößten Stärken, wie ich finde, da hat er unser Champions League reif, absolut Peter Stöger und die Menschenführung. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das haben wir ja auch schon mehrfach lobend erwähnt. Wir möchten eine Sache natürlich in den hier nicht unter den Tisch kehren. Vor dem Derby hatten wir ja erstmal eine wunderbare Nachricht zu hören. Timo Horn hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Das wollen wir sicher nicht unter den Tisch fallen lassen. Genau. Die Ausstiegsklausel ist zwar nicht raus, aber wenn, dann wird es jetzt ein bisschen teurer für denjenigen, der ihn holen wird. Der Tobias wird uns natürlich auch gleich die Summe exakt auf den Euro sagen. Kann schon mal überlegen. Ja, und der Hannes Lindy wird uns jetzt mal erzählen, wie er das findet, dass Timo Horn sich weiter vertraglich verpflichtet hat. Also, okay, ne? Ja, das ist sicherlich für den FC eine großartige Nachricht. Junger Torwart, sehr talentiert, bis zu seiner Verletzung ja nahezu fehlerfrei. Und jetzt nach seiner Verletzung hat er einige wirkliche Fehler gemacht, wie zum Beispiel in Ingolstadt den Ausgleichstreffer. Den muss er eigentlich halten. Aber klar, großartige Nachricht für den FC. Wermutstropfen immer. Ausstiegsklausel, gerade bei Torwart. Werde ich nervös, wenn ich Ausstiegsklausel höre, weil damals, wo du eben noch freitags morgens rief der an, ich spiele aber nicht mehr für euch, sondern für Real Madrid, Mitte Oktober. FC hatte keinen ersten Torwart. Also Ausstiegsklausel werde ich sehr nervös, weil das dem Verein das Handeln wegnimmt. Keiner braucht dich zu fragen, sondern irgendwann wird dann gesagt, ich bleibe oder ich gehe. Der Spieler hat das Handeln. Bei den anderen Spielern habe ich gelesen, hat Sirk Schmadtke vermeiden können, dass die Ausstiegsklausel haben. Ist eine unheimliche Stärke für einen Verein, wenn keine Ausstiegsklausel ist. Es gibt zwar jetzt mehr Geld, wenn Horn gehen würde, aber das Handeln und die Entscheidung ist bei Horn und nicht beim 1. FC Köln und das ist ein Wermutstropfen. Ja, genau, aber die gute Nachricht dabei ist, er ist nicht mit Bianca Löbner verheiratet. Aber, der war gut, muss ich sagen, aber. Lange Arbeit. Aber also da bin ich wirklich bei Hannes. Das ist ja, glaube ich, jetzt ein Ding, wenn man sich im Fußball ein bisschen auskennt. Das war am Samstag gut platziert vom Derby. Ich weiß nicht, was er tut. Ja, sehr Lob, aber rein substanziell hat sich doch gar nichts verändert, außer dass das, was Timo Horn nachher in die Kasse spülen wird, mehr ist. Also das muss man aber ganz klar sagen. Wenn Real Madrid jetzt sagt, habe ich heute einen interessanten Bericht gelesen über diesen Keylor Navas, da sind sie nicht mehr zufrieden, wenn die sagen, wir holen Timo Horn, dann ist denen doch scheißegal, wie viel der da drinstehen hat. Also der hat diese Ausstiegsklausel. Also Moment. Eine Sache muss ich dazu einwenden. Modest hat auch, der hat keine Ausstiegsklausel. Und den hätte man gehen lassen, wenn man einen Ersatz gehabt hätte, denke ich mal. Ja, da haben wir drüber diskutiert. Ich finde, als Verein, der die Chance hat, nach Europa zu kommen, kannst du nicht deinen besten Spieler verkaufen. Nein, das ist auch geht nur die Theorie. Ja. Nein, aber ich habe das ja auch überall gelesen. Oh, Horn hat verlängert, der bleibt und so. Also wer glaubt denn, dass der bis 2022 hier bleibt? Es geht rein ums Finanzielle. Es ist gut platziert und es zeigt auch, dass Horn selber daran interessiert ist, dass sein Heimatverein Kohle für ihn bekommt und richtig viel Kohle. Das würde ich sagen, ist das Entscheidende. Ja, also erstmal gute Medienarbeit geleistet, so also passend vor dem Derby, eigentlich auch das richtige Derby-Doping, so haben wir das alle genannt. Hat er leider nicht 100% funktioniert, was das Derby angeht, aber der Vertrag ist mal unterschrieben. Wie hast du das wahrgenommen, das ganze Drumherum? Also erstmal weiß ich ja gar nicht, ob das alles stimmt, was hier so gesagt wird, von wegen Klausel und so weiter. Also ich sehe die Verträge vorher nicht. Eins kann ich garantieren, Jörg Schmadtke macht mit Sicherheit keinen Vertrag, wo eine Ausstiegsklausel für Oktober drinsteht. Also das glaube ich auch.
Wenn mal ein Spieler gehen sollte, dann so rechtzeitig, dass man noch Ersatz holen kann. Ich habe aber überhaupt gar nicht das Gefühl, dass Timo Horn einen Vertrag unterschrieben hat, um bei nächstbester Gelegenheit den Verein zu wechseln. Das hätte er ja nicht machen müssen. Also der Vertrag lief bis 2019. Die Situation war ja so absolut kommod für ihn. Timo hat immer gesagt, dass es Vereine gibt, für die er spielen würde, wenn man ihn fragen würde. Zu der Aufzählung gehörten einige Vereine oder viele Vereine, die immer spekuliert worden sind, dezidiert nicht. Und ich glaube, wenn Manchester United einen Bundesliga-Torwart als Nummer 1 holen möchte, ist es vollkommen egal, ob der eine Ausstiegsklausel hat oder nicht, dann wird er da hingehen. Und wenn es nicht Manchester United ist, dann bleibt Timo bei uns. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch und habe bei ihm auch, er ist ja einer, der sich sehr klar äußert, der nicht irgendwelche komischen Sachen sagt, die man ihm 3 Wochen später vorwerfen kann, aber er hat klar gesagt, das ist mein Verein, hier gehöre ich her, hier komme ich auch her. Und insofern ist aus meiner Sicht das alles gut und es ist eine sehr, sehr gute Nachricht, dass er definitiv das nächste Saison unser Torwart ist. Ich das kann man unterstreichen. Ich genau, ja, also definitiv. Timo Horn hat natürlich jetzt auch durch die lange Verletzungspause, ich glaube, Spielpraxis für den Torwart fast noch mal wichtiger als für alle anderen Feldspieler. Dementsprechend, aber das Potenzial haben wir ja alle gesehen, also von daher gute Nachricht. Also absolut sicher. Denn Timo wird auch ganz, ganz schnell wieder die Topform erreichen, überhaupt keine Frage. Dafür ist er ehrgeizig genug. Ich glaube ganz einfach, dass diese Unterschrift auch von seiner Seite aus ein Zeichen ist, ich will mit dem FC weiter in Richtung Europa marschieren. Ja, ich glaube, das ist angekommen, dass man natürlich sagen muss, Verträge sind in der heutigen Zeit Makulatur, spielt keine Rolle, ob ich noch 5 Jahre Vertrag habe, ob da eine Ausstiegsklausel drin ist. Also wenn Interessenten da sind, man sieht es an Modest, ja, also da hätte man im letzten Jahr noch gesagt, naja gut, vielleicht ist er 10, 15, 20 Millionen wert. So, und dennoch hat der SFC Köln eben Rückgrat bewiesen und sagt, in der Situation, heimliches Zeichen heißt, wir wollen nach Europa, ja, schlagen wir das Ding aus. Und ich muss einfach sagen, man wird auch einen Timo Horn nicht halten können, wenn das Angebot aus England oder Spanien kommt. Hauptsache ist, der geht nicht nach Leverkusen. Ich glaube, das kann man auch sagen. Also, der Timo muss man auch sagen, also der Alexander Bader hat das ja in einem Sommergesprächen, in meinem Talk hat er das ja auch dann gleichzeitigerweise zugegeben, dass der ja auch ein Angebot eines Champions-League-Vereins ausgeschlagen hat. Also wenn, dann muss dann der richtige Verein schon kommen, wo man sagen kann, okay, dafür könnte man sogar den ersten FC Köln verlassen. Und das sind sehr, sehr wenige. Also von daher, denke ich mal, Timo wird uns noch eine lange Zeit erhalten bleiben. Ja, ihr müsst natürlich noch tippen. Also wir haben natürlich noch Augsburg vor der Brust und ich denke, wir haben noch einen Stammtisch. Also der Tipp gilt noch. Also ich muss ja wahrscheinlich einen Starnberger See bringen, dann das Fass Bier. Ne? Also du darfst auch anfangen. Also was tippst du in Augsburg? Du musst aber genau treffen. Ja, relativ einfach. Ich glaube, die Jungs haben gelernt. Alle haben gelernt. Wir gewinnen ja 2-0. 2-0, doch das nimmt hier jeder. Hannes Jensen. Ich weiß eigentlich nicht. Aber ich würde sagen 2-1. Für den FC? Ja. Okay, dann nehmen wir den Thomas jetzt dran. Ja, ich habe eben schon gesagt, auf meinem imaginären Zettel habe ich gesagt, einen Punkt. Dann kann ich jetzt probieren, mich nicht auf den Sieg. Ich sage 1-1. 1-1, okay. Das finde ich jetzt nicht so lustig, aber okay. Tobias, darfst du kippen? Also geht um Bier, also darfst du. Bundesliga-Mitarbeiter dürfen nicht tippen. Nein, natürlich tippen. Aber ich finde, das war faktisch unklug. Wenn du einen Punkt auf dem Zettel schon hast, wenn jetzt auf Sieg oder Niederlage getippt hättest, hättest du ja 2 Eisen im Feuer. Das ist jetzt nicht so schlecht von dir, aber ich finde, wenn ich hier schon als ständiger Experte sitzen darf, dann muss ich auch Rückgrat bei dem Ganzen bleiben. Nein, genau. Kann man probieren. Du bist dran, immer noch. Ja, ich wünsche mir, dass wir da gewinnen und überraschend. Deswegen, das ist total überraschend. Will der da gewinnen? Ja, also ich glaube, wir gewinnen 2-1. Okay, dann gerade, ich darf heute auch mal tippen. Darf man nicht doppeln? Nee, doch, darf man. Ihr müsst wahrscheinlich einen Pass teilen. Also ja. Müsst ihr was zusammentreten. Also, für mich reicht ein halbes Pass. Halbes Pass für beide, also wunderbar. Ich schneide das einfach durch. Ja, ich tippe, ich bin bescheiden, ich denke, wir werden nicht mehr als 5 Tore machen.
5-1, also wir haben in Darmstadt 6-1 gewonnen und jetzt viermal Modest, weil er muss ja noch Torschützenkönig werden. Eine Sache noch, Modest. Ich muss, also, das haben wir jetzt alle, ist ein bisschen runtergegangen. Wisst ihr, das war für mich der geilste Derby-Kicker des ersten FC Köln. Nicht nur wegen des Tores, nicht nur wegen der geilen Vorlage, sondern weil der den Yannick Westergaard aber mal sowas von richtig weggeräumt hat. Das hätte ich mir mal ein bisschen öfter gewünscht. Also, super Einstellung, Toni Modest, also wirklich, das hat er klasse gemacht. Ja, ich glaube, wir sind durch für heute. Also, letztes Mal mit euch, aber wir werden ja vielleicht noch was Talkmäßiges machen, also das werde ich vielleicht beim nächsten Mal ankündigen können, was das sein wird, wenn es auch nicht mehr der FC-Stammtisch sein wird. Schauen wir mal, habe ich vielleicht noch eine Überraschung für euch, ich bin selbst gespannt, was es wird. Aber heute ist ja zum Schluss, aber Hannes Lindner wollte noch was sagen. Ja, ich habe nicht gewusst, jeder hat einen Rekord. Übrigens, wenn einer die Frage beantworten kann, ne, kriegt 2 Kölsch, ne, 3 Kölsch. Ich bin der erste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der... Ne? Da ist sowas Blödes, so wie in einem Spiel 3 Selbsttore oder sowas. Ne? Also nochmal, ich bin der erste Spieler in der Geschichte der ersten Bundesliga, der... 2 Tore trainiert hat. Nein. Erster Spieler ein und wieder ausgewechselt wurde? Nein. Hab ich auch. Nein. Ich will 3 Kölsch haben. Ey, Gott sei Dank, dass er 3 Kölsch nicht bezahlen muss. Ich bin der erste Spieler, der die erste gelbe Karte gekriegt hat. Die allererste gelbe Karte. Und der Witz war, das Foul war gar nicht von ihm. Richtig, ne? Ja, wir haben erstaunlicherweise wurde das in der Rückrunde gemacht. Komisch, ne? Normal muss das ja vor der Saison sein, Rückrunde. Und wir hatten mit ich war Spieler von MSV Duisburg, Lokalderby in Rot-Weiß-Oberhausen. Wir waren das einzige Freitagabendspiel und ich war der erste Spieler, der eine gelbe Karte, also bin ich der erste Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Sondern der Ralf Friedrich hat vorher ja gesagt, dass wir beiden hier bei dem Stammtisch die Rekordhalter sind. 15 Mal hätte ich nicht gedacht, dass ich so oft da wäre. Ich möchte nur einfach sagen, möchte mich bedanken, dass er mich so oft eingeladen hat, dass er dazu gehört hat oder wenigstens so getan hat. Und ich finde, dass er das wirklich prima gemacht hat, war immer gute Atmosphäre, ob der FC gewonnen hatte oder auch mal nicht, kam ja selten vor, aber war immer angenehme Atmosphäre, er hat es sehr nett gemacht und ein bisschen traurig bin ich auch, dass er aufhört. Mit den netten Sätzen will er um die 3 Kölsch rumkommen, aber okay. Nee, vielen Dank nochmal und natürlich auch ein letztes Dankeschön an alle hier, an Tobias Kaufmann, an Dieter Fassin, an Hannes Linsen und an the one and only Thomas Wagner. Danke Thomas, danke euch allen. Am 22. Mai das letzte Hurra dabei ist Markus Rittermann, unser Vizepräsident vom 1. FC Köln. Matthias Scherz gibt sich die Ehre. Jonas Reckermann wird dabei sein, der wollte eigentlich erst heute kommen, wir haben es verlegt. Ja. Holger Sprich von der Deutschen Presseagentur, der Wahnsinnige ist auch nochmal da. Ne? Und wir werden dann aufbauen für die Relegationsspiele des HSV. Ne? Und ja, ich komme auch noch. Ne? Und ansonsten hoffe ich, ihr kommt auch alle. 22. Mai machen wir ja richtig Party. Dann geht keiner nüchtern hier raus. Also, bis dann. Danke. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.